Schüller, ich bin Graffiti-Sprüher und unter dem Pseudonym Lumit bekannt. Von meinem Lebenslauf ist es so, dass ich schon als kleines Kind sehr viel gemalt habe, also mit Filzstiften, erst auf Papier, dann auf den Tapeten. Das ging bei mir auch schon in frühester Kindheit ein bisschen auf größere Formate jemals. Also es ist wirklich am Anfang ohne Informationen. Man hat natürlich giert nach jedem Ding, ob das ein Reiseführer ist. Also ich kann mich erinnern, ich bin tatsächlich so in Bücherläden und habe mir Reiseführer über New York angeschaut, um zu sehen, ob da U-Bahnen abgebildet worden sind. Ja, und das war tatsächlich der Fall, also bei ein paar Reiseführern. Und das, so holte man sich seine Informationen, wie sehen die Styles aus, weil das gab es einfach noch nicht irgendwie. Das erste Buch, das rauskam, war das Subway Art. Aber das war ein Jahr später. Also das ist so, dass wir schon weit davor angefangen haben und einfach noch nicht wussten, genau wie es aussieht. Nach Subway Art war es klar. Es hat sich natürlich dann in den 90er Jahren rapide entwickelt. Also das heißt, dann kamen die ersten Fansigns, das heißt Magazine, die dann gezeigt haben, was denn überhaupt gemacht worden ist, die dann getauscht worden sind. Und es kamen natürlich immer mehr Sprüher dazu, immer mehr Aktive. Auch dann eben die ersten Festivals, also Hip-Hop-Jams, wo dann aber auch wirklich jede Sparte von Hip-Hop natürlich zusammenkam. Auch wir Writers, war ganz klar, wenn da irgendwo so ein großer Jam war, auch wenn wir jetzt keinen Auftritt auf der Bühne hatten oder so weiter, wir waren da und haben dann meistens im Umfeld irgendwelche Sachen angemalt, des Nächtens meistens. Also wo dann auch die Polizei schon hier teilweise sehr, sehr vorsichtig reagiert hat, wenn die wussten, aha, hier ist ein Hip-Hop-Jam. Ich kann mich erinnern, Wolfratshausen, da war plötzlich alles abgesperrt, jeder wurde nach Dosen durchsucht. Also das war dann schon so, die wussten, wie der Hase läuft. Also ganz ohne waren die nicht, weil München hatte ja auch die erste Soko, nachdem wir diese S-Bahn angemalt hatten. Und das war für uns natürlich auch so eine Schule, wie man eben mit Polizei, mit dem Staatsrecht umgeht, wie Verhandlungen laufen. Also das hatten wir alles immer nebenbei. Also es war so dieser Gemischtwarenladen. Irgendwas hast du illegal gemacht, die Polizei ist hinter dir her, du musst irgendein Strafverfahren jetzt durchstehen und auf der anderen Seite kriegst du aber Jobs durch diese schönen Bilder, die du dann da und dort machst und Telefonnummern hinschreibst und das hat alles irgendwie seine Waage gehalten. Also es war ganz gut. Bin natürlich dann auch in New York gewesen, wo ich dann auch Poem ziemlich viel gemacht habe. Und dann so, ich denke mal, war ich dann 91 später wieder zurück und habe hier in Europa ziemlich viel gemacht. Und da kamen dann so die ersten Geschichten auf von Delta, so diese 3D-Geschichten. Ich kann mich erinnern, das muss 92, 93 in einem Bomber-Magazin gewesen sein. Da habe ich ein Messpiece gesehen, wo er wirklich so diese Buchstaben zum ersten Mal nach außen gedreht hat, wo du einfach mal von Inside und 3D nicht unterscheiden konntest. Das fand ich schon faszinierend. Ich hatte ja damals ähnlich gearbeitet, also ich hatte jetzt nicht 3D gemacht in dem Sinn, dass ich die Buchstaben verzogen hatte, aber ich habe damals schon viel bei diesen großen Wänden gearbeitet, um Outlines aufzulösen, um einfach figürliche Elemente für Buchstaben zu ersetzen und halt das Ganze ein bisschen grafischer zu setzen. Also da habe ich auch schon sehr viel experimentiert. Und habe dann natürlich dann lange beobachtet, so wie das läuft. Und dann kam auch ein Herr Kasa damals noch nach München, Herr Daim, und hat natürlich schon so den nächsten Hammer gebracht, so die 3Ds mit bunt und halt dann auch so ein bisschen noch verzerrter. Und dann dachte ich mal natürlich irgendwie, ja klar, muss auch mal machen. 94, 95 habe ich dann so in Berlin so ein paar Sachen probiert und dann im Endeffekt ist der Groschen dann gefallen, wie der Stil dann zu laufen hatte, als ich dann mit Gorki damals, der hat in München gewohnt, der hat sehr viel am Computer gemacht. Ja. Und der erzählte mir, natürlich kann er jetzt 3D-Styles im Computer bauen und wie eine Kamerafahrt drumherum fahren und jeden Winkel, jede Perspektive einnehmen. Ja. Und das dachte ich mir so, ja, das kann ich aber auch zeichnen. Ja. Und habe mich hingesetzt, gezeichnet und dann habe ich halt diese Techniken, die ich halt schon entwickelt habe, eben zum Beispiel mit Schwarz erstmal den Schatten zu zeichnen und mit Übersprays drüber zu gehen. Weil ich war früher schon so, dass es für mich niemals eine Möglichkeit, also niemals die Option bestand, eine schlechte Dose nicht zu vermalen. Also wenn es nicht gedeckt hat, hatte ich so schon von Anfang an mit Transparenten immer gearbeitet. Und das hatte halt immer so diese wunderschöne Brillanz auch vom Lichtübergang, dass man halt aus dem Dunkeln ins Helle arbeitet mit nicht deckenden Farben. Und das habe ich damit kombiniert. Und dann kamen so die ersten 3Ds hier auf dem Gelände raus. Das war eben auch so 95, schätze ich mal. Dann habe ich diese Weitwinkelperspektiven gezogen. Ja, die gingen halt recht schnell von der Hand. Und dann bin ich halt sehr viel rumgereist mit diesen Dingern und wurde halt natürlich dadurch schon einigermaßen bekannt. Und jetzt ist es halt so, wir hatten damals natürlich absolut den Status der Subkultur, ja. Heute ist es Mainstream und heute ist es natürlich ein Teil der Kultur, weil wir natürlich die Jugend zuerst sehr viel mehr wieder für Malerei begeistert haben, ja. Also die Jugendlichen hätten sie früher nicht ins Museum bekommen, um sich irgendwas anzugucken, was in Öl schon 300 Jahre da hängt, ja. Aber so eine ähnliche Sache in der Straße, illegal, mit Sprühdosen gemacht,
auch wenn es fast das gleiche Motiv hat, erzählt eine andere Geschichte, wo du weißt, aha, der riskiert um einiges jetzt hier, der Maler von damals vielleicht auch, ja, weil was Ungehöriges gemalt hat, ja, aber als Sprüher malen kannst du ja alles, aber da sind es die Umstände. Heute schwierig natürlich, weil heute alles in Echtzeit über WhatsApp und Instagram und so weiter natürlich rausgeblasen wird. Die Leute auch unter Druck stehen. Also ich meine, ich sehe es bei den Kollegen, die dann irgendwie mal locker ein Bild malen. Nee, aber ich muss es dann gleich fotografieren und dann gleich da drauf und da drauf und da drauf. Ist natürlich auch eine Sache, die ich sehe, dieser Druck. Aber solange die Qualität der Bilder stimmt, muss ich sagen, naja, sage ich nicht viel. Weil das ist das, wo ich immer am meisten interessiert bin. Werden die dann schlechter? Nee, werden sie nicht. Also wir sind da schon auf einem sehr hohen Level. Natürlich dann irgendwann mal in den Nullerjahren uninteressant geworden, als dann sowas wie Street Art aufkam oder jetzt Mural Art, was für die großen Geschichten, Urban Art, um einfach wirklich mit den diese ganzen Differenzierungen. Ja, ist, ich selber muss gestehen, sehr viel kann ich damit nicht anfangen. Es ist natürlich klar, diese Begriffe werden von der Presse gebraucht, auch von Leuten, die eben kulturell damit arbeiten, sprich in Ausstellungen oder sonstigen Sachen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also es ist immer so, wenn ich jetzt von den Arbeiten von Künstlern ausgebe, ich würde in keinster Weise eine dieser Begriffe verwenden, weil ich diese Kunst dem Künstler zuordne und nicht einem Genre. Natürlich ist das Genre, irgendwie kamen wir alle aus der Graffiti-Szene, haben uns aber entwickelt. Und das ist halt eben das, was bei Graffiti schwierig ist, wenn man sich von einem Jugendlichen in einen Erwachsenen verwandelt, was irgendwann mal der Fall sein wird. Ja? Und da passiert natürlich auch vieles, weil am Anfang ist man natürlich gerne dabei, diese Illegalität und gerade diesen Kick, den es auch gibt, natürlich als Jugendlicher auszutesten, während man natürlich dann als reifer Erwachsener eher vielleicht dann doch an den Rubel denkt und dann halt irgendwie an das Kommerzielle. Kunstszene eher bekannt als Mr. Woodland, das ist mein Pseudonym. Durch das, dass ich ja außerhalb von München wohne, keinerlei Anschluss am Anfang zur Szene hatte und eigentlich alles selber ausprobiert habe und dann alles nur über, ja, Internet gab es ja damals noch nicht, über irgendwelche Bücher oder Dokumentationen, die zufällig mal im Fernsehen gekommen sind, mir versucht habe, so selber ein bisschen beizubringen, auch immer bei dem großen Bruder von meinem besten Freund immer versucht habe, so ein bisschen was abzuschauen. Und dann kam es dann 1995, meine ich war es, kam es dann dazu, dass ich am alten Flughafen München-Riem Lumit kennengelernt habe, der ja allen mit Sicherheit bekannt sein dürfte und der mir dann eigentlich erstmal gezeigt hat, dass ich alles, was ich bis dato gemacht habe, eigentlich falsch gemacht hatte, dass ich noch keine Ahnung hatte, wie man die Dose richtig benutzt, auch keine Ahnung, dass es da sogenannte Caps, also Sprühdosenaufsätze gibt, alles von Lumit dann damals gezeigt bekommen. Und ich habe für mich selber einfach gemerkt, dass ich da nichts mehr drin sehe und habe dann komplett entschlossen, das klassische Graffiti, also sprich meine Schriftzüge an Nagel zu hängen, hieß damals auch noch Mono als Künstler und habe mich dann auf Mr. Woodland umgetauft und habe für mich entschlossen, ich höre mit Schriften nahezu eigentlich auf und möchte nur noch Figuren malen. Differenzieren ja sehr viele Leute zwischen Mural Art, Graffiti, Street Art. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass das eine sehr schwierige Frage ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die heutige Street Art, wie man sie kennt, aus dem Graffiti entspringt, also oder da ihren Ursprung hat, aber nicht mehr unbedingt viel mit Graffiti zu tun hat, obwohl es auch auf der Straße stattfindet. Ich persönlich würde mich eher so in diese Mural Art Szene oder beziehungsweise in diese Sparte eben einreihen, weil, wie vorhin schon gesagt, klassisches Graffiti hat für mich stark mit Einflüssen aus New York zu tun, eben auch sehr viel mit Schriftzügen, mit Tags, mit Throw-Ups. Und da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade jetzt die letzten Jahre habe ich mich komplett davon distanziert. We'll be right back.
Es hat sich nicht viel getan, wenn man es jetzt vergleicht. Klar sind die Farben deutlich besser geworden, die Auswahl ist größer, die ganzen Tools, die Graffiti-Sprüher, die Writer nutzen können, sind verbessert worden. Aber letztendlich geht es meiner Meinung nach wie vor noch um das Gleiche wie vor 30 Jahren beim Trainbombing, beim Taggen an der Straße. Ist halt auch noch der Aufbau von den Bildern selber. Ich persönlich finde halt Mural Art sehr spannend, weil man kann, oft ist es ja auch so, dass die Bilder unheimlich groß sind. Also man kann wahnsinnig viel darüber aussagen, ausdrücken auch. Und auch bei Mural Art ist es irgendwie so, da gibt es nicht wirklich die Regeln. Also beim Graffiti hört man ja oft, wenn einer jetzt anfängt, Pinsel zu benutzen, dass es nicht real ist. Und das Mural Art, finde ich, ist irgendwie dem Ganzen offener gegenüber. Also es ist irgendwo alles erlaubt. Also ich könnte theoretisch, wenn ich damit einen schönen Effekt mache, auch mit einer Klobürste und Farbe tolle Effekte in mein Bild mit reinbekommen. Mittlerweile versuche ich halt auch von der klassischen Malerei auf der Straße, also von meinem Mural Art, ich möchte nicht sagen wegzugehen, aber eben noch andere Bereiche mit dazuzunehmen und gehe natürlich auch auf Galerien und auf Ausstellungen und versuche da eben über Leinwandarbeiten oder Siebdrucke eben auch mich im künstlerischen Sektor ein bisschen breit zu machen beziehungsweise da ein bisschen Bekanntheit zu erreichen. Pläne für die Zukunft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist weiterhin, ich reise sehr gerne, das möchte ich auch weiterhin beibehalten, also soweit es geht, auch über die Grenzen Europas hinaus. Und ein anderes Ziel ist natürlich auch noch besser werden. Also ich persönlich habe an mich, eben bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe an mich selber die Anforderung, dass ich immer besser werden möchte. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es mir nach wie vor noch Spaß macht, weil ich immer versuche, besser zu werden, mich kontinuierlich zu verändern. Und dann werden wir sehen, wo es mich hinbringt. Markus Müller, mein bürgerlicher Name, mein Künstlerpsychonym ist Won, Won ABC. Wir sitzen jetzt hier im Buchheim-Museum bei Bernd Ried bei München und ich habe die große Gelegenheit bekommen, hier eine Ausstellung zu machen mit ein paar Freunden noch. Also ich habe ungefähr 90% der Ausstellungssachen. Und was hier toll ist, dass das die Kultur mal geschafft hat, auch in den Museumsbereich zu kommen. Das heißt, sonst war es ja immer so, dass wir die Kunst zu den Leuten gebracht haben, im illegalen Bereich. Das heißt, auf Zügen fährt der Zug zu dir hin, du musst ihn dir anschauen. Und hier ist es einfach umgekehrt, die Leute gehen zu den Sachen hin. Ja. Am Anfang war es auch schwierig, Gleichgesinnte zu treffen. Inzwischen hat es sich ja zum Glück weltweit verbreitet. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bin so im Vorort aufgewachsen von München-Ottobrunn. Habe mit zwei Freunden angefangen und habe dann ein weiteres Graffiti von einem Unbekannten gesehen und wir haben dem das Bild geschrieben, hey, lass uns morgen treffen, wir sind kein Cop. Naja, am nächsten Tag stand er da und so kam der Kontakt immer weiter. Auch was ganz Besonderes, ich habe mich beworben, 89 deutschlandweit, also in London habe ich auch beworben, bei Kunsthochschulen. Die in London haben meine Sachen angeschaut, die ersten Entwürfe zum ersten Buch Color Kamikaze und dann, werde ich auch nie vergessen, meint der Professor, you're only working with images. So, ja klar, mit was soll ich denn sonst arbeiten? Das ist ja keine abstrakte Darstellung mehr. Und in ganz Deutschland habe ich keinen gefunden, außer in München an einen Professor Bluebeard, der leider schon gestorben ist letztes Jahr. Also, der hat mich aufgenommen mit meinen besprühten Zügen. Also ich habe ihm meine Züge gezeigt und so, cool, komm rein in unsere Klasse. Also ich sehe ihn als Transformator. Ich transformiere die Realität, wie ich sie empfinde. Und die ist einfach so schwer zu fassen, das heißt, ich versuche, die in so viel Facetten wie möglich zu packen. Auch mit dem Hintergedanken, dass man ein Kunstwerk nicht so schnell konsumieren kann. Das heißt, dass man nach einer gewisser Zeit wieder Sachen entdeckt, also eine neue Perspektive auf ein Bild bekommt, was einfach nicht so schnell, wie soll man sagen, satt sehen kann daran. Ja? Dass man immer wieder was Neues daran entdeckt. Ja, im Grunde gibt es eigentlich keinen wirklichen Unterschied zwischen Street Art, Graffiti Art, Mural Art, Urban Art. Die älteste Form ist eigentlich Graffiti für mich, wie das Ganze entstanden ist. Auch das illegale Malen, bloß als Beispiel, als wir angefangen haben, haben wir Schablonensprühe als, wie war das nochmal? Das waren Sprühe, die zu feige sind, was Großes zu malen, was dazu ganz, ganz schnell geht.
Aber sagen wir mal, kulturgeschichtlich gesehen ist es super, wie sich das Ganze verbreitet. Und ich glaube halt, dass in, sagen wir mal, in 2000 Jahren, wenn spätere Kulturen auf unsere Zeit zurückblicken, denke ich schon, dass das Graffiti schon da sehr rausstechen wird, weil sich es wirklich seit den 70er Jahren, Beginn in New York, über den gesamten Erdball verbreitet haben. Also du findest heute, wenn du irgendeine billige TV-Sendung anschaust auf Indonesien und einen Schwenk hast, siehst du immer irgendwo Tags, irgendwas Gemaltes, irgendwas. Also du kannst das nicht mehr ausblenden. Ne? Und das wirklich Tolle daran ist, dass es auch wirklich völkerverständigend ist. Das heißt, du kannst überall hinfahren, kannst bei Leuten schlafen, wohnen. Und ja, ist einfach eine Form der Völkerverständigung auch. Ich male Bilder, Worte sind Farben, Stimmen sind Pinsel. Meine Kunst ist isoliert von allen wie eine Insel. Ich bin Oldschool, 80 Spirit, Boom Bap Victim. Ohne Wurzeln wächst kein Baum, True Dead, listen, yo. Ich sitz im Silver DeLorean, Bilder die vor mir sind, wild nicht vorherbestimmt. Alles neu, Anarchie, Beginn einer Ära. New York meine Schule, Hip-Hop mein Lehrer, Aerosol in der Luft, Silberpiece auf dem Zug, Sneakers sind abgenutzt, Tanz auf Beton, Musik auf Vinyl, meine Welt ist eine Scheibe, ich dreh sie so wie ich will, mach den DJ, drücke Replay, alles auf Anfang, erinnere mich an meine Ziele, Bloodsport wie Van Damme, im Untergrund zu Hause wie die Ratten im Kanal, Dicke nimmt the Crate, schiebt die Platten ins Regal.